Ja Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, um vorne wegzunehmen, es ist eine Top-Liste und ich hatte Bock drauf, also nicht fragen, sondern genießen. Yeah. Und es ist meine persönliche Top-Liste, da kann jeder eine andere Meinung haben, also nicht rummeckern, wenn eure Favorit nicht dabei ist. Wenn ihr jetzt fragt, was für eine Top-Liste das sein soll, naja, entweder haben die schlauen Zuschauer in den Titel geschaut und für die, die es nicht getan haben, handelt sich um die Top 6 meiner persönlichen Lieblings-Pokémon aus Generation 1. Bevor ich loslege, es werden keine legendären Pokémon genannt, weil ich dir ein extra Top-Listen-Video machen werde. Ich habe schon zu viel gelabert, also fangen wir jetzt an. Fangen wir mit dem letzten Platz an, und zwar Platz 6. Mein Platz 6 ist Geowatz. Ich weiß, manche würden jetzt sagen, aber Geowatz ist doch voll schwach und so. Da muss ich widersprechen, denn von Typ Gesteinboden hat er zwar zwei Vierfachschwächen, aber mit Angriffen wie Erdbeben, Explosion, Ramboss und Intensität, dazu mit der Fähigkeit Robustheit, ist ein Geowatz schon ein gefährlicher Gegner im Spielverlauf. So wie auch im Online-Modus, und nicht zu vergessen, mit einem physischen Basisverteidigungswert von 130 hatte ein Geowatz eine der höchsten Verteidigungswerte von allen Pokémon aus Generation 1. Um diesen Fakt mit reinzunehmen, Geowatz besitzt auch eine Alola-Form, die sogar noch stärker macht. Und denn Alola Geowatz ist im Typ Gestein Elektro und hat somit noch nur eine Vierfachschwäche, und das allein schon reicht aus, um Alola Geowatz eher zu benutzen statt das normale Geowatz. Außerdem, Geowatz ist einfach awesome. As fuck. Der nächste auf meiner Liste würde nicht jeder erwarten, aber Kangama ist und bleibt eines der coolsten Pokémon aus Generation 1. Ich meine, Kangama, ein Pokémon von Typ Normal mit der Fähigkeit Rauflos, womit man auch Geist-Pokémon mit normalen Attacken sogar treffen kann, dazu mit den Attacken Doppelschlag, Kometen, Wutanfall und mit der CM27 Rückkehr ist ein normales Kangama sogar sehr gut bedient. Aber als Mega-Kangama mit der Fähigkeit Familienbande, wo das Baby-Kangama rausgeht, mit der Mutter zusammen kämpft, kann man zweimal in derselben Runde angreifen, zwar wird der Schaden um 25% halbiert, aber es macht mir trotzdem nichts aus, um Kangama auf Platz 5 zu befördern. Außerdem liebe ich es immer wieder, ein Kangama in Pokémon Mystery Dungeon zu sehen, um ein eigenes bei ihr zu lagern. Ach ja, was ein tolles Pokémon ein Kangama ist. Der vierte Platz belegt ein Pokémon, was mir sehr am Herzen liegt und ich es immer gern trainiert habe. Dazu hat es im Anime eine wichtige Rolle eingenommen. Und eine Person hat es sogar 30 Mal in einer Folge gefangen. 30 Mal! Ich denke, ihr wisst, welches ich meine, und zwar handelt es sich um das Pokémon Tauros. Tauros hat zwei gute Fähigkeiten, und zwar Bedrohung, was den Angriff des Gegners um einen Punkt sinkt, und Kurzschluss, was den Angriff von Tauros durch ein Einstecken eines Volltreffers den Angriffswert erhöht. What the fuck? Dazu besitzt es wegen seines Normaltyps nur eine Zweifachschwäche und kann von Geistattacken nicht getroffen werden, weil es Normal-Pokémon. G fucking G! Mit einem physischen Basisangriffswert von 100 und einem Init-Basiswert von 110 ist das Tauros eines der stärksten Pokémon zu seiner Zeit in Pokémon Rot, Blau und Gelb gewesen. Mit den Angriffen Gigastoß, Kraftschub, Fuchtler und durch TM15 Hyperstrahl wird Tauros zu einem Monster auch in den Online-Kämpfen. Und ich bin ehrlich, ich feiere Tauros auch allgemein. Ich meine, es hat ein cooles Design. Im Anime hat es mir schon sehr gefallen, besonders weil ich jetzt auch da eine K.O.-Attacke namens Geofiso konnte. War es auch der Hammer. Und boah, ich weiß nicht, was ich zu Tauros sagen kann. Ein verdienter Platz Nummer 4. Kommen wir zu dem Bronzeplatz 3. Es kann bei mir keinen anderen geben als einen großen, antiken Nicht-Flugdrachen. Aerodactyl. Ich meine, kommt schon. Aerodactyl ist wohl mit Abstand das coolste Fossil-Pokémon, was es gibt. Und es besitzt sogar noch eine fucking Mega-Entwicklung, was es noch krasser macht. What the fuck? Ich meine das normale Aerodactyl mit der Fähigkeit Erzwinger, was die AP des Gegners nach dem Einsatz einer Attacke um 2 AP sinken lässt. Dazu mit den Angriffen Hyperstrahl, Eisenschädel, Aeroart und Drachenklaue habe ein sehr gutes Movepool für ein Aerodactyl. Ein normales Aerodactyl. Und wenn ihr euch fragt, wieso Drachenklaue, denn es liegt mit an der Fähigkeit von Mega Aerodactyl, Krallenwucht. Denn es verstärkt die Attacken, die den Gegner direkt treffen, das heißt mit physischen Attacken, mit der Fähigkeit, dazu mit dem physischen Angriffsbasiswert von 105 und in der Megaform von 135 ist es schon ein krasses Vieh. Und nicht zu vergessen mit dem Basis-Init-Wert von 130 und in der Megaform von 150
ist euch der erste Angriff so gut wie sicher. Kann ich mal ehrlich zu euch sein, aber so richtig ehrlich? Ich feiere die Megaform von Aerodactyl. Ich weiß, nicht jeder mag die Megaform von dem, aber ich feiere sie einfach. Nicht nur, weil es das Pokémon unnormal stärker macht. Auch sein Aussehen ist so schlicht und einfach, dass ich es nur feiern kann. Und ich gehe mir jetzt mal aus lauter Fanboy-Gejaule die Hose wechseln. Also, bis gleich. Es folgt eine kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Und auf dem Weg musste ich wieder an das eine Märchen denken. Mit diesem speziellen und bekannten Zauberspruch. Abracadabra Simsalabim. Und das führt mich zum silbernen Platz Nummer 2. Simsala. Ich meine, wer hätte es denn gedacht? Bei diesem Zauberspruch muss doch auf jeden Fall Simsala kommen. Oh mein Gott. Naja, zurück zum Thema. Ich meine, Simsala ist nicht nur abgefuckt stark. Es zerfickt auch jedes Team mit einem krassen Spezialwerten. Um es noch krasser zu machen, es beherrscht sogar noch an die Mega-Entwicklung. Ein Pokémon schon so stark mit einer Mega-Entwicklung. What the fuck? Ich meine, wirklich, what the fuck? Das Pokémon gehört so schon zu den stärksten Pokémon Generation 1. Und dazu ist es als Mega-Simsala noch stärker, was sogar so manche legendären Pokémon überholt mit seinen Basiswertsummen. Mit seinem Basiswert. Mega-Simsala ist es sogar so stärker zu manche legendären Pokémon. WTF! Sein spezieller Angriffsbasiswert besteht aus 135 Punkten und seine Mega-Form besteht aus 175 Punkten. Ich verkneif's. Und nicht zu vergessen, sein zweitbester Basiswert, und zwar der Innet-Basiswert von 120 und der Megaform von 150, werde ich auf jeden Fall immer, wirklich immer, zuerst angreifen können. Selbst ein Taros kann euch das nichts anhaben. Aber seine restlichen Werte sind, naja, um es kurz auszudrücken, scheiße. So richtig dick fettes Unratytox-Scheiße. Wenn ihr nicht zuerst damit angreifen könnt, dann kann euch ein Simsala ganz schnell von der Bildfläche verschwinden. Aber das ist ein anderes Thema. Mit den Angriffen Psychokinese, Genesung, Seher und von der TM30 Spukball ist es schon mal sehr gut ausgerüstet. Mit der Fähigkeit Synchro, was Statusprobleme an den Anwender zurückgibt, sowie in der Megaform die Fähigkeit Fährte, was die Fähigkeit des Gegners kopiert, kann es zum echt üblen Gegner werden. So richtig üblen Gegner. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber gegen den Simsala will ich noch ungern als Feind haben, weil das kann einen hart zerficken. Und das buchstäblich. Und ich sag mal so, Mega Simsala sieht einfach nur geil aus. Ich meine, so ein weiser alter Opa, der jede Attacke beibringen kann und sogar den Pokémon kämpfen beibringt, ist schon der Hammer. Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und nun Leute, kommen wir zum goldenen Platz 1. Die meisten würden vielleicht mit Glurak, Bisasflor und so weiter rechnen, aber das ist falsch. Es geht um eine Legende. Um die Legende. Was sogar Pokédex als legendär bezeichnet. Und beinahe sogar auch ein legendäres Pokémon geworden wäre. Aber durch die legendären Vögel, bzw. durch das legendäre Pokémon Lavados ersetzt wurde. Ich glaube, ihr habt es schon herausgefunden, um wen es sich hier geht. Und zwar um niemand anderes als das schöne und anmutige Pokémon Arcani. Das legendäre Arcani. Der 10-jährige Junge damals, der ein Vulcano besaß und irgendwann in Prismania City einen Feuerstein kaufte und sah, dass man Vulcano mit einem Feuerstein entwickeln kann. Und er tat es und sah dann das krasse und wunderschöne Pokémon Arcani und saß mit offenem Mund und dachte mir, das Pokémon wird sowas von mein Favorit Nummer 1 sein. Oh ja, auf jeden Fall. Und so ist es auch geblieben. Und zwar nur in Generation 1, aber trotzdem auf Platz 1. Und das hat sich gereimt. Aber schauen wir mal Arcani näher an. Es ist so gesehen, das Gegenstück zu Vulnona hat sehr ausgeglichene Werte, wo man es physisch als auch speziell spielen kann. Auch wenn der physische Angriff etwas mehr heraussticht mit 110, kann es auch 2 Fleißpunkte auf den Angriff bekommen. Mit der Fähigkeit Feuerfänger sowie Bedrohung hatte schon mal 2 gute Fähigkeiten. Es besitzt nur 3 Zweifachschwächen und mit den Angriffen Flammenwurf, Heimzahlung, Turbotempo und Funkenflug haben so auch sehr gute Attacken für ein Arcani. Dazu, ich liebe Arcani einfach, weil es nicht nur im Anime stark dargestellt wird, sondern auch Arcani Statuswerte den höchsten Gesamtwert aller nicht legendären Feuer-Pokémon hat und das sogar ohne Mega-Entwicklung oder Alola-Form. Und dazu hat es den zweithöchsten Gesamtwert aller nicht legendären Pokémon aus der ersten Generation. Es wird nur von Dragoran mit 50 Punkten mehr getoppt. Ich würde schon gerne mal auf einer Arcani reiten. Bestimmt so cool aussehen. Also auf den Rücken reiten, ihr zweideutigen perversen Schweine. So Leute, das war's mit der ersten Top-Liste von mir auf diesem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und schreibt mir einen netten Kommentar.
Und mich würde eure Top 6 Liste aus Generation 1 interessieren. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare rein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Sowie auch auf meinem Livestream-Kanal. Und aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich gebe euch meine Aufgabe. Wenn ihr das Video schaut, zählt alle WTF, WTF und sonst was zusammen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie oft ich in diesem Video das alles gesagt habe. Ich bin gespannt auf eure Zählungen, die dies machen. Aber das war's. Ciao, euer Jume. I say cry, I say